Yay! Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge des Toni Turek Talk Podcasts. Hier spricht Janos Seidlitz. Ja, und ich bin Francesca Weber. Hi. Hi, mega cool, dass wir jetzt hier unsere erste Folge aufnehmen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch ein bisschen. Wir versuchen es trotzdem irgendwie ganz elegant zu lösen. Und am besten starten wir, glaube ich, mit dem ersten Thema direkt. Wir haben ja im Teaser schon angekündigt, wir fangen mit Karneval an. Ist jetzt zwar schon ein bisschen was rum, aber ihr habt natürlich schon noch so ein paar Gedanken dazu. Francesca, bist du ein Karnevalstyp oder bist du kein Jeck? Jein. Also ich war früher so voll der Karnevalstyp und als ich in Düsseldorf zur Schule gegangen bin, war das auch echt eine wilde Zeit. Aber so die letzten ein, zwei Jahre hat das ein bisschen abgebaut, ich glaube durch Corona. Aber prinzipiell doch, ich kann mich dafür begeistern, denke ich. Ja, das ist bei mir auch so ein bisschen durchwachsen. Ich komme ja aus einer Region, wo es gar keinen Karneval gibt. Da gibt es noch nicht mal den den Ostermontag, Rosen, den den Rosenmontag. Ich kenne noch nicht mal die Rosenmontag. Begriffe. Den gibt es da noch nicht mal frei. Das heißt wirklich Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Das ist alles ganz normal. Und deswegen, ich bin da gar nicht drin groß geworden. Jetzt bin ich ja vor ein paar Jahren ja hergekommen nach Düsseldorf. Und hier ist es ja schon was anderes. Wir hatten ja auch schon mal Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag frei. Das heißt, ein richtig langes Wochenende. Und ich war natürlich auch in dieser Zeit mal ein bisschen Karneval feiern. Es ist schon ziemlich interessant, aber ich glaube, es gibt ja auch ein paar Leute, die wirklich dann in Karnevalsvereinen sind und so. Und da bin ich völlig raus. Also das kann ich gar nicht so nachvollziehen. Ich würde mich jetzt auch nicht in so eine Riesenhalle mit 500 Leuten setzen, wo einfach Biertische stehen, alle kommen da irgendwie verkleidet und sind dann sehr angeheitert. Ja, das ist schon speziell. Ich glaube, wenn man damit groß wird, dann kann man das irgendwie besser nachvollziehen, warum plötzlich alle irgendwie angeheitert und mit einer Pappnase rumlaufen. Aber das ist ja eher wie so eine Religion, ja, hat sich daraus entwickelt. Also ich glaube, entweder man lebt es oder man Ja, lebt es nicht. kann ich verstehen. Wir haben ja auch ein paar Schülerinnen und Schüler, die ähnlich denken. Bei mir in der Klasse sind ein, zwei, die auch wirklich im Karnevalsverein sind. Und ja, da habe ich eigentlich schon erwartet, dass die sich auch verkleiden. Und dann kam ich hier an dem Donnerstag in die Schule und dachte, hey, also der ist auf jeden Fall verkleidet. Aber war nicht so, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber dafür waren dann andere da, wo ich das gar nicht erwartet habe. Wir kamen dann schon mit Perücke, mit irgendeiner crazy Brille. Und das war schon lustig. Ja, ich glaube, man muss das vorleben, ne? Wenn man irgendwie als Klasse vereinbart hätte oder als Schule, wir machen kleine Karnevalspartys. Jetzt war das natürlich irgendwie wegen Corona nicht ganz so möglich. Und die Kids auch dazu animiert und wenn sich viele Lehrer auch verkleiden, dann kommt ja so eine Stimmung auf. Aber wenn das nur vereinzelt ist, Ja. dann merke ich ja auch für mich selber, wenn die Stimmung nicht aufkommt, dann fühle ich mich nicht danach zu verkleiden und so eine andere Rolle einzunehmen. Aber wenn man dann in den Raum kommt, alle sind verkleidet, ist es irgendwie witzig und cool. Und Ja. Ja, ich hab extra nachgefragt, ja, es war so ein ob die bisschen Bock haben auf lame. Karneval, sollen wir So. uns alle verkleiden oder sowas. Oh, Eine Durchsage. Durchsage an Frau Aidodo. Könnten Sie bitte einen Schüler ins Sekretariat schicken? Danke. Gerne. Ja. Der Wo Klassiker. bin ich stehen geblieben? Also, ich habe extra gefragt, damit sollen wir am Donnerstag uns alle verkleiden und so. Und dann war eher so die Stimmung so: Nee, verkleiden? Ja, keine Ahnung. Ihr könnt ja auch mal bei uns im Instagram-Profil uns eine Nachricht schicken. Wie seht ihr das? Alle oder sollte man auch selbstbewusst genug sein, um sich einfach alleine zu verkleiden, weil man Bock drauf hat oder weil man es schon immer gemacht hat? Schreibt uns da gerne mal eine Nachricht bei Instagram. Aber wie ist das denn bei dir? Bist du so der Typ, der sich gerne verkleiden würde und eher so krasse, außergewöhnliche Verkleidungen Ja. dann wählen würde oder so der Klassiker? Also bei mir ist es so eher Klassiker, keine Ahnung, Indianer, Pirat, Ja, das Ding ist, nichts wie gesagt, Besonderes. ich hab ja schon Karneval gefeiert, aber dann jetzt find mal mit 2 Meter Größe bei Deitas irgendein Kostüm, was dir passt. Das sieht alles scheiße aus, noch dazu ist es zu klein. Ja, Struggle, kenne ich nicht. Das Problem kenne ich nicht. Nee, Mir ist immer alles du zu hast andere groß, ne? Probleme da in diesem Ja, Fall. ja, Nee, aber also ich hatte, was war das damals, hier von Haus des Geldes, dieser rote ja. Ah, Anzug, ja, der da war ich im Overall. Baumarkt und habe mir so einen Arbeitsanzug gekauft, der halt genauso aussah und so eine Maske, da war das schon in Ordnung. Auch die Maske konnte ich zwar nicht den ganzen Tag auflassen, trotzdem fand ich es eigentlich ganz cool, aber ich glaube so mit richtig Schminken oder einfach irgendwie so ein Clownskostüm, da bin ich irgendwie raus. Irgendwie muss es schon eine Figur sein oder ein Thema,
haben und irgendwie am besten auch was Aktuelles. Und natürlich was, was auch größeren Menschen passt. Deswegen, das ist schon schwierig. Und vielleicht ja, ist auch das verstehen. Ein Grund, was mich so ein bisschen daran hindert. Ja, kann ich schon verstehen. Ich finde, bei anderen Leuten ist mega cool, wenn die so aufwendige Kostüme haben, wenn die sich richtig krass schminken und voll viel auch selber machen und basteln und nähen womöglich. Das finde ich mega cool. Habe ich auch mega Respekt vor und finde ich, sind auch immer die schönsten Kostüme eigentlich. Aber ich muss auch sagen, manchmal, also für mich selber ist so ein bisschen weniger mehr. Also wie Leute es aushalten, den ganzen Tag mit so fett geschminkten Gesichtern rumzulaufen, irgendwie so als Teufel oder so, das finde ich schon, ja, das wäre für mich, glaube ich, nichts. Dann hat man es überall hängen, aber... Ich glaube, gerade auch im Bereich Schule bin ich so der Meinung, dass entweder ganz und alle oder du lässt es halt komplett. Ja, das stimmt. Das heißt, also was du gesagt hast, mit, dass man sich wirklich, wirklich Mühe gibt und so richtig Herzblut reinsteckt, das finde ich dann wirklich, wie du auch, ziemlich geil. Wenn du aber nur so denkst, ja komm, ich ziehe mir eine rote Nase auf und weiß ich nicht, eine Billigperücke, dann kannst du es auch ganz lassen. Ja, das stimmt. Aber ich fände es eigentlich ganz gut, wenn man da so als Schule eine Plattform bietet, keine Ahnung, so eine Karnevalsparty irgendwann in der Aula oder in der Mensa und dann auch sowas wie beste Kostüm oder lustigste Kostüm oder sowas wählen lässt. Ich finde das schon ganz cool. Und es ist ja auch irgendwie so eine Sache, die Tradition ist und Kultur in Düsseldorf ist. Und da kann man das schon auch nochmal leben, weil, wenn man ehrlich ist, die meisten ziehen sich tatsächlich nur noch eine Maske auf oder irgendein Trikot oder so über, gehen zum Burgplatz und feiern, ohne wirklich zu wissen, warum Karneval zelebriert wird. Also der Ursprung geht ja komplett verloren. Ja, und wo ist der? Ja, der. Weißt du auch nicht, ne? Ich kann das ja auch nicht beantworten. Nee, aber so richtig nicht. Ja, Karneval, das hat ja irgendwas Religiöses. Ist das nicht so, dass das irgendwie katholische Religion mit bösen, ach nee, das wäre Halloween, ne? Mit dem Geister vertreiben. Ja, ich weiß es nicht. Hexenjagd, stehst du da gerade? Ja, irgendwie sowas. Nee, aber keine Ahnung. Wie gesagt, ich komme gar nicht so aus einer Religion, deswegen, ich habe da gar keine Ahnung von. Nein, es ist natürlich keine Religion, es ist halt eine Tradition. Und, ja, aber wo ist der Ursprung? Ja, wo ist der Ursprung? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also der Ursprung ist ja, weiß ich gar nicht, gute Frage. Naja, das kann man ja. Aber ich glaube, der Ursprung kann ich mir vorstellen, dass der irgendwo in Rio, so Karneval in Nein. Rio oder sowas. Das ist schon irgendwie richtig deutsch, finde ich. Ich finde Karneval, klar, in Rio gibt es das schon auch. Aber in den Südstaaten schon sehr ausgeprägt. Ja, aber wo das herkommt? Ich glaub, irgendwo zwischen Köln und Mainz ist der Ursprung. Ja, genau. Richtiger Gag. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Entweder ganz oder gar nicht. Hier in Düsseldorf, ich fände es auch für unsere Schule ganz cool, wenn dann demnächst mal richtig. Aber dieses nur so ein bisschen, das finde ich halt auch nicht cool. Ich fände es auch cool, weil ich glaube, dass am Ende ist es ein Feste feiern und wenn die Stimmung mit vielen stimmt, netten Menschen, genau. Und wenn die Stimmung dann passt, dann ist es eigentlich ganz cool. Und zum Abschluss vielleicht, man lernt sich ja irgendwie nochmal anders auch kennen. Ja, ne? Also Fall. Wenn man verkleidet ist und auch wenn Lehrer sich verkleiden und einfach mal von der anderen Seite zeigen. Ja, das hat auf jeden Fall Vorteile, Finde ich total cool. Deswegen können wir das ja mal in Angriff nehmen. Vielleicht ist das ja der Startschuss zu... 11.11. Zum 11.11. und zu einem riesen Karnevalsfest nächstes Jahr. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, dann wollen wir mal weitermachen. Wir haben ja gerade schon hier so einen kleinen Interruption gespürt mit der Durchsage. Ja, wir kommen gleich zum zweiten Thema. Aber vorher wollten wir ganz kurz so ein bisschen die Struktur euch ein bisschen näher bringen. Und zwar, ihr habt es jetzt schon erlebt, oder das erste Drittel. Wir teilen unsere Podcast-Folge eigentlich immer in drei Teile und besprechen demnach drei Themen. Und unsere Gäste dürfen dann natürlich auch bei allen drei Themen mitreden. Ich habe ja schon, oder wir haben angekündigt, dass wir Gäste einladen werden. Und ich habe es auch schon den einen oder anderen Klassen erzählt. Man kann sich melden bei uns über den Instagram-Kanal und kann uns Nachrichten schicken. Das heißt, wenn ihr Bock habt, hierbei zu sein, irgendwie mitzulabern, schreibt uns eine Nachricht, wer und auch gerne über welches Thema ihr sprechen möchtet. Ihr könnt zu zweit oder zu dritt kommen, gerne auch alleine. Schreibt uns eine Nachricht.
Auf jeden Fall, wir freuen uns natürlich. Wir wollen gar nicht hier wochenlang die Hauptdarsteller sein. Und es wird, glaube ich, auch spannender, je mehr ihr dazu beitragt und je mehr Themen ihr uns hier zuwerft, mit denen wir dann jonglieren können. Wir freuen uns da auf jeden Fall drauf. Nutzt unseren Instagram-Kanal. Das Ganze soll jetzt mehr und mehr ins Rollen kommen. Und ja, je mehr Gäste wir begrüßen können, umso besser eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Zweites Thema. Wir haben es gerade gehört. Es geht um Durchsagen. Und wir finden, da gibt es viele Ideen und auch viele Durchsagen, die bislang gemacht wurden, die relativ lustig sind. Und wir haben gerade was Lustiges gehört. So nach der vierten Stunde kommt natürlich relativ selten mal eine Durchsage. Aber während des Unterrichts. Francesca, was war denn eine lustige Durchsage, wo du gedacht hast, ja, das war gut. War gut, ja. Aus meiner eigenen Schulzeit, als ich Schülerin war, Ja, zum oder Beispiel. als Lehrerin jetzt selbst? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine hatte, wo ich dachte, boah, das war richtig gut. Oh, So, ich oder habe auf jeden Fall wo eine. es witzig war, aber Ich habe auf jeden Fall eine. Ich habe mich gefreut, irgendwie, wenn es gerade so. So, hitzefrei, das bist ja, du, aber ja, das war komm, mir dann wurde klar. gesagt, so, liebe Kinder, liebe Schülerinnen und Schüler, heute entfällt die letzte Stunde. Da war natürlich die ganze Klasse am Jubeln. Ne? Also das Ja, war das für mich immer stimmt. eine Das ziemlich geile ist schon, Durchsage. ja, das stimmt. Das ist eine coole Durchsage, aber so richtig witzig ist sie ja auch nicht. Nee, Also witzig nicht. ich kann für das Gegenteil eher sprechen. Also ich weiß, in meiner Schulzeit war es immer unfassbar schrecklich, wenn der Name von einem Schüler oder einer Schülerin durchgesagt wurde, weil man irgendwie das immer damit verbunden hat, dass man irgendeine Scheiße gebaut hat. Das Ja. war immer so. Immer die Schüler, die irgendwie mega auffällig waren oder Mist gemacht haben, wurden dann vom Direktor ja, ausgerufen und in sein Büro zitiert. Und ich erinnere mich, ich wurde auch mal ausgerufen. Und dann hast du Blut und Wasser geschwitzt. Wirklich, mein Kopf ist rot geworden. Ich dachte, ach du Scheiße. Und ich habe auch wirklich ausnahmsweise natürlich mal nichts gemacht. Und dann wurde noch so angehangen, bitte mit allen Sachen kommen. Und dann dachte ich schon, und alle schon so, und dann habe ich schon selber daran geglaubt, dass ich irgendwie gefühlt von der Schule fliege, Ja. wenn ich meine ganzen Sachen mit runternehme. Tatsächlich hatte meine Schwester die Windpocken und ich musste deshalb nach Hause. Es war ganz schön spektakulär. Ja gut, aber Aber das mir gibt ist es ja halt, heute auch. ja, Es sind ich zwar nicht mehr weiß, die Windpocken, jetzt aber ist es ist halt Corona. Corona, Aber ne? ich war so aufgeregt, als ich da runtergegangen bin. Aber jetzt ist das gar nicht mehr so krass, dass Namen, einzelne Namen ausgerufen werden. Es wird eher Nee. so ein Schüler aus der Ja, 8a bitte oder okay. so. Aber schon auch noch so ein paar persönliche Leute, die werden da angesprochen. Finde ich. Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich fand auch immer, dass das war immer so aufregend. So, oh, jetzt kommt die Durchsage, pst, pst, seid mal leise. Und wenn dann der eigene Name kam, dann wurde einem erstmal richtig warm. Ja, Dann voll. fing man so ein bisschen an zu schwitzen. Natürlich voll unangenehm, ja, auch wenn man irgendwie genau wusste, ich habe ja gar nichts gemacht Ja, aber oder keinen trotzdem, Scheiß man gebaut und kriegt trotzdem trotzdem, ja, das Gefühl. genau. Das ist wie wenn die Polizei hinter einem fährt. Ich werde immer noch ein bisschen nervös, wenn die Polizei hinter mir fährt. Und obwohl ich weiß, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich finde es trotzdem Ja, unangenehm. ich kenne das. Wir sind jetzt neulich hier mit dem Rad hergefahren und dann haben wir auch vorher über verkehrstaugliche Fahrräder gesprochen. Natürlich gar nichts davon, mein Fahrrad. Und dann tauchte irgendwo an irgendeiner Ecke war die Polizei und dann habe ich direkt gedacht, oh Scheiße, ja, ich habe ein nicht verkehrssicheres Fahrrad. Irgendwie sind wir dann doch ganz gut erzogen, würde ich sagen, sodass wir immer so ein schlechtes Gewissen haben. Und ich glaube, das ist auch hier bei den Durchsagen so. Aber ich habe mal überlegt, so eine richtig schlimme Durchsage für einen, das ist so jetzt gerade. Wenn jetzt unsere Chefin einfach durchsagen würde, Herr Seidlitz, Ihre Klasse wartet seit einer halben Stunde an irgendeiner Ecke und ich sitze irgendwo im Lehrerzimmer und trinke meinen Trink Kaffee Kaffee. und habe das total vergessen. Also habe ich immer noch total Respekt vor und auch jetzt aktuell noch Schiss vor. Also, Auf jeden Fall, das wäre auch so ein richtiger Walk of Shame, muss ich sagen. Also zum einen, weil ich ja. wüsste, die Klasse wäre halt schon so, keine Ahnung, wahrscheinlich voll am Lachen, wenn man da reingeht, aber hinterher wieder zurück ins Lehrerzimmer zu kommen, wäre auch, ja, das ist schon so ein richtiger Walk of Shame. Ich glaube, Ja, da muss man schon gut über sich selber lachen können, um den Tag zu überstehen, auf jeden Fall. also sowas muss man natürlich absolut vermeiden. Ist natürlich auch nicht gut, dass so eine Klasse irgendwie Ja. eine halbe Stunde wartet. Aber ja, was sind denn Fantasiedurchsagen? Also welche, die es noch nicht gab, aber welche ziemlich lustig wären. Hast du da irgendwas spontan? Fantasiedurchsagen. Nee, ich glaube, ich fände es ja eigentlich mal ganz witzig, wenn man, das ist ja so ein Mikro und da ist ja auch so ein roter Knopf, den muss man drücken. Und ich fände es, glaube ich, ganz geil, wenn einer mal aus Versehen da irgendwie so ein Buch drauflegt Ja, und das ist dann ist immer der halt anders. einfach die ganze Zeit an.
Ja. Und dann hört man halt Gespräche. Und das fände ich, also das ist ja einmal Worst-Case-Szenario, ja, aber ich glaube, das ist halt auch so Unterhaltung pur. Ja, das glaube ich auch. Und, ach, wenn es völlig unsinnig ist, also voll. Was oder unwichtig ist, was ja, da... Ja, was Frau Richter die Sekretärin gefrühstückt hat oder so. Ja. Ja? Aber es ist, also ich glaube, ich fände es so unterhaltsam. Ja. Aber ja, das wäre natürlich für die Personen, die dann gehört werden, nicht so schön, aber ich glaube, für den Rest der Schule einfach mega witzig. Ja, ich kann mich noch an eine auch lustige Situation erinnern, als wir ganz neu hier in die Schule gezogen sind und dann auch dementsprechend die Durchsageanlage da irgendwie neu für uns alle war. Und das, man kann ja auch so, das so einstellen, dass die Nachbarschaft, also der Schulhof, beschallt wird. Und da gab es auch mal irgendeine lustige Situation, wo irgendwelche Regeln bekannt gegeben wurden zur neuen Schule, irgendwelche Klonnutzungszeiten und so weiter. Mhm. Und das wurde quasi nach draußen auf den Schulhof projiziert und alle Nachbarn wussten, wann wir aufs Klo gehen dürfen. Genau, und wann nicht. Ja, das ist schon so ein schmaler Grat. Ich fand es letztens, da hatten wir doch frei wegen, was heißt frei, die Schüler hatten Unterrichts- oder schulfrei wegen dieser Sturmwarnung. Erinnerst du dich? Das war so Donnerstag. Und da waren wir tatsächlich zu zweit oder zu dritt, so um 6:45 gerade im Lehrerzimmer. Und dann kam auf einmal eine Durchsage, wo der Amok-Alarm geprobt wurde. Und dann sitzt man da mit drei Lehrern im Lehrerzimmer. Es war mega laut, weil der Alarm losging, plus halt die Durchsagen dazu. Das war auch so eine Durchsage, wo wir uns gefragt haben, kein Schüler im Haus, 6:45, mega laut, aber da war der Probealarm. Ja. Das war auch so sinnfrei wie vieles, was wir ja schon erlebt haben. Ja. Was findest du denn, oder wann findest du Durchsagen als gerechtfertigt und wichtig? Also ich finde ja zum Beispiel, Durchsagen machen Sinn so kurz vor Ende einer Stunde und schön gebündelt, als so mittendrin und dann viermal hintereinander, weil immer noch so ein paar Infos reingeschmissen werden. Ja, also gebündelt auf jeden Fall. Also ich finde, es sollten natürlich nicht so viele sein. Ansonsten am Ende der Stunde, ja, klar, am Anfang geht auch irgendwo, also mitten in der Stunde finde ich ein bisschen schwierig. Auch in der Pause, da gehören ja ganz wenige nur. Deswegen am Anfang oder Ende einer Stunde, am besten auch noch so zweite oder dritte Stunde, je nachdem, vielleicht hat ja die erste Stunde irgendeine Klasse frei, genauso bei der letzten, ja. Ja, aber ist dir mal aufgefallen, also ich drücke mich ja eher vor Durchsagen. Nee, ich bin immer froh, wenn andere das irgendwie übernehmen können. Ich glaube, ich habe erst einmal eine Durchsage gemacht. Irgendwie war ich ja auch immer so aufgeregt, so, scheiße, was sagst du jetzt? Und dann sagst du es doch falsch. Das ist quasi wie, wenn du das erste Mal einen Podcast machst. Ja. Wenn ich jetzt das irgendwas falsch sage. Fühlt sich sehr ähnlich an, ja. Ja, stimmt. Ja, nur beim Podcast, wir können es schneiden. Du kannst halt löschen. Bei halt der Durchsage halt wirklich nicht. Und da hast du dann auch 600 richtig. Zeugen. Wenn's so. Ja. Ja, das stimmt. Ja, Durchsagen ist ein schwieriges Thema. Da können echt witzige Sachen passieren. Aber was für mich zum Beispiel manchmal auch ein bisschen witzig ist, aber auch so ein irgendwo No-Go ist, so eine Frage stellen über die Durchsage. Das heißt ja so, Francesca, kommst du mal ins Sekretariat? Denkst du, yo. Nein. Natürlich. Nein, ich bleib hier. Antwort gegeben und tschüss. Ich kann dir gerade nicht antworten, sorry. Also, ja, das stimmt. Da musst du mal gucken, wie formulierst du das? Ne? Und ich glaube, fragt euch mal selber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was würdet ihr denn bedenken oder was würdet ihr sagen, wenn ihr eine Durchsage machen müsstet? Ja, wir können auch so eine kleine Challenge machen. Schreibt uns die witzigsten Durchsagen und wir wählen mal so die besten drei aus. Ja, die besten drei aus und sprechen entweder im nächsten Podcast darüber oder packen die auch auf unsere Insta-Seite. Ja. Also wenn ihr Bock habt, schreibt uns die witzigsten oder coolsten Durchsagen, die ihr gehört habt oder euch vorstellen könntet und dann wählen wir mal die besten drei aus. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Ja, das war es eigentlich zu diesem Thema. Wir haben eine kleine Rubrik und die heißt Grow und Flow. Nein. Wie? Mensch. Wie? Wir haben es doch geübt. Glow und Flow. Ja, sorry. Ja, der Klassiker. Also wie? Glow and Flow. Ja, Entschuldigung, ich bin kein Englischlehrer. Glow wie leuchten. Ah, ja, weil ich so eine Leuchte bin.
Oh Gott, ist ja, das schlecht. Du leuchtest aufgrund deiner Haarfarbe, würde oh, ich jetzt geht's sagen, aber naja, gut, wir wollen natürlich nicht persönlich werden. Ja, erklär doch mal, was ja, ist es denn? Also Glow and Flow soll eine Kategorie in unserem Podcast sein, wo die Gäste oder auch wir unseren coolsten oder schönsten Moment in Schule erzählen und erklären. Das ist Glow. Und dann wollen wir auch so unseren Flow-Moment beschreiben. Das heißt, so was geben wir an Ratschlägen oder Tipps mit, um die Schule erfolgreich oder ja gut zu überstehen und zu durchlaufen. Das heißt so dein Geheimtipp? So ein bisschen mein Geheimtipp, ja. Ja, okay. Was ist denn dann dein Glow-Moment? Der Glow-Moment? Ja. Ha, den wolltest du doch machen. Ja, mein Glow-Moment. Nein, Güte, du bist heute gar nicht auf der ja, Höhe. Sorry, Montag, ich habe ne? eine Flaschenpost bestellt und die kommen jetzt gleich. Ja, gut. Deswegen, ja, dein Glow-Moment. Mein Glow-Moment. Also ich fand es ziemlich geil, als wir hier in die Schule eingezogen sind und das erste Mal die neuen Räume wirklich, wo alles fertig war, diese Schule zu betreten. Ich habe mich ja ungefähr ein Jahr, vorher war ich ja noch drüben auf der Realschule Golzheim und als ich mich beworben habe, da wusste ich natürlich, dass wir dieses neue Gebäude bekommen und jetzt war es dann eben wirklich soweit und ich fand es schon sehr beeindruckend, dass hier 25,5 Millionen Euro ausgegeben wurden für so ein ziemlich geiles Gebäude an diesem Standort und ja, es ist quasi alles da mit Fußballplatz, mit Dreifachhalle, wo niemand anderes drin ist, mit diesem Parcoursplatz, mit der tollen Ausstattung und so weiter. Also das ist quasi der Moment gewesen, der für mich bislang das Highlight war. Das kann sich natürlich noch ändern. Ja, aber das, ich finde, das ist fast unschlagbar. Also das wäre auch so ein Glow-Moment, aber da gibt es natürlich noch einige. Ich würde jetzt einfach mal meinen Flow-Moment nennen. Ja, und das ist so. Also ich glaube immer, dass man die Schule gut durchlaufen kann, wenn man irgendwie ehrlich und authentisch ist, aber wenn man so Danke, bitte, guten Tag und so sagt. Ich glaube, dass man Lehrer damit irgendwie so kriegt. Also wenn man Lehrern irgendwie die Tür aufhält und kann ich ihnen helfen und guten Morgen. Ja. Und ob man die Lehrer im Unterricht hat oder nicht, aber das bleibt irgendwie hängen. Und man kriegt das irgendwie immer wieder zurück, finde ich. Und ich glaube, dass man damit sehr, sehr gut durch die Schulzeit geht, wenn man nett und höflich ist. Ich will jetzt nicht sagen manipulativ, aber mich manipuliert das. Manche also, würden sagen Schleim. Ne? Ja, nee. Aber das ist es tatsächlich nicht. Nein, ich sehe das genauso. Ja. Ich würde das unter Normen, also vernünftige Normen und Werte fassen. Auf jeden Fall, aber das macht ja, also ich kann das nur sagen, ich finde das immer super charmant und ich freue mich auch darüber. Ja. Also es gibt so ein paar Schüler, die habe ich nicht im Unterricht, aber die dann sagen, hi Frau Weber, wie geht's? Dann entsteht da immer voll das lustige Gespräch auch drauf. Ja. Draus und irgendwie, ja, ich finde, das ist mein Flow, dass ich sage, hey, sag danke bitte, hallo und ciao. Und genau in dem Moment wird alles gut an der Schule, bin ich mir sicher. Ja, ich denke auch. So, nächstes Thema. Ja. Unangenehmes Thema manchmal. Ja, durchaus. Ich sag's nochmal kurz, wir wollen uns mit dem Thema befassen. Was passiert, wenn wir Schülerinnen und Schüler in der Stadt treffen oder ihr uns eben in der Stadt, in der Freizeit, im Rewe, im Aldi, wo auch immer. Ja. Okay, erzähl mal von der peinlichsten Erfahrung, die irgendwie, na gut, peinlich ist sie ja nicht wirklich, aber komisch. Also ich habe auch schon mal ein paar Schüler in der Stadt und so getroffen, das ging. Ich glaube, das war denen immer ein bisschen unangenehmer als mir. Aber für mich war echt der peinlichste Moment, dass ich im Sommer war das. Also ich glaube, das ist jetzt schon 2-3 Jahre her. So richtig entspannt mit Freunden am See war. Kennst du diese Donuts? Ja. Wo man sich so rein chillen kann. Ja, großen, so Schwimmringe. Ja. Und war natürlich warm, ich hatte natürlich ein Bikini an und habe die Sonne mir auf den Bauch brutzeln lassen und floate da so in diesem Donut. Wahrscheinlich noch mit einem Radler in der Hand. Ja, vielleicht auch ein Radler in der Hand. Maybe. Vielleicht auch schon zwei. Aber ja, und tatsächlich war ich mega entspannt und lag da halt mega gechillt drin. Und auf einmal höre ich nur hinter mir, wie jemand sagt, Frau Weber. Und das war so, das war mir so unangenehm. Ja. Und ich dachte, ich habe mich nicht umgedreht, aber ich muss, glaube ich, richtig schockiert geguckt haben, weil Freunde von mir meinten, du hast einfach geguckt, als, keine Ahnung, wären dir die Augen rausgefallen in dem Moment, als wäre sonst was passiert. Und ich habe mich dann auch in dem Moment gefragt, wer macht das jetzt? Wer würde ernsthaft... Ich beim Nachnamen rufen. Also ich wäre weggeschwommen.
Wenn ich Schüler gewesen wäre und ich hätte meine Lehrerin in diesem Donut auf dem See. Ja, aber wir hatten ja nie so junge Lehrerinnen und Lehrer. Das ich war weiß bei uns ja nicht, nicht so früher. Es war mir so peinlich. Ich habe mich dann natürlich umgedreht, weil ich wollte auch nicht unhöflich sein. Ja. Und es ging dann, es war irgendwie auch lustig. Ich glaube, die Situation war einfach auch entspannt. Aber ich muss sagen, dass mir das war am Wochenende, dass ich schon montags morgens zur Schule gegangen bin und irgendwie schon darüber nachgedacht habe, dass das so eine sehr private Situation war. Ne? Also ja, also vor allem das irgendwie trennt man es ja schon, so Schule und Freizeit. Und dann in der Freizeit wirst du ja nicht mit dem Nachnamen angesprochen. Ne? Herr Seidlitz, es sagt ja niemand. Ich glaube, das war das kleinste Problem, ehrlich gesagt. Ja, und dann reagiert man schon wie in der Schule eben. Ne? Und dann denken sie, ey, ja, das passt mir jetzt aber gerade gar nicht. Ja, es hat mir auch gar nicht gepasst. Ne? Also ich meine, kann keiner was für, aber es war so. Nee, ist ja auch irgendwo normal, dass man will natürlich sich überlegt, auch nicht, dass die Schüler einen in jeder Lebenslage vielleicht sehen. Ich glaube, es war mir in dem Moment unangenehmer als dem Schüler. Mhm. Ich glaube, dem war das irgendwie egal, aber für mich war das echt. Also ich kenne so zwei Arten von Schülerinnen und Schülern. Die einen, die reagieren genauso wie in der Schule, als wenn du den im Gang über den Weg läufst. Und denken so, ja, moin, Herr Seidlitz, grüß Sie, ne? Und irgendwie sowas. Ja, ja. Und dann gibt es aber auch Leute, die genau andersrum reagieren und denken so, oh, scheiße, das ist ein Alien, ich verhalte mich jetzt total komisch. Und genau. Ja, das und stimmt. Deswegen, irgendwie verhalte ich mich dann in meiner Freizeit, wenn ich einem Schüler oder einer Schülerin begegne, irgendwie so ähnlich so. Um erstmal so abzuwarten, okay, wie verhält er sich denn oder sie? Und dann denken sie, ey, aber das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Voll. Ich glaube, das lag halt total daran, dass es halt einfach irgendwie so eine doofe Situation war, dass man da halt auch im Bikini war. Ne? Man fühlt sich ja dann eh so ein bisschen durchleuchtet. Mhm. Und sonst finde ich es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Manchmal finde ich es auch ganz angenehm, Schüler in so einem Rahmen zu sehen, weil ich finde, die dürfen ruhig wissen, dass man auch ein Privatleben hat und dass man vielleicht auch gerne in die Stadt geht oder im Rewe isst. Genau, auch es isst und Essen kaufen muss und so. Weil ich glaube, manchmal denken Schüler ja auch tatsächlich, man lebt in der Schule und man macht nichts anderes. Also die haben so wenig Vorstellungskraft, wie die Freizeit von Lehrern aussieht. Ja. Aber sag mal, wie war das denn bei dir? Was ist denn ja, so dein peinlichster oder? Ich hatte ja auch so einen lustigen Moment gehabt. Wir waren auch in Mettmann im Schwimmbad, in so einem Waldschwimmbad, also ganz schön da. Und dann denkst du, ja nee, Mettmann ist am Arsch der Welt. Da triffst du ja niemanden, den du kennst. Ja, irgendwann tauchte jemand auf, eine junge Person, die hat sich auf einmal super nah an unsere Handtücher so gelegt. Und dann dachte ich so, ey, ich guck den an, denkst du, ja, kenn ich dich? Nein, dann sagst du auch mal nix. Naja, und irgendwann waren wir halt im Wasser, bisschen schwimmen. War die Person auch da, so, oder was? Auf einmal diese Person neben uns auch creepy. Getaucht. Ja, das war mega krass. Und dann irgendwie so ein bisschen im Volleyball spielen. Auf einmal hatte ich quasi einen Balljungen neben mir. Ja, ist doch Vorteil. Mit dem ich aber noch kein Wort gewechselt habe, also, weil ich kannte sagen, diese Person nicht. Ah, okay. Das Gesicht kam dir auch nicht bekannt vor? Nee, gar nicht. Null. Ah, okay. Naja, und irgendwann, also es war irgendwann in den Sommerferien, und dann kam ich irgendwann in die Schule, und dann sagte auf einmal ein Schüler... Ja, Seidlitz, ich hab sie da gesehen. Ich so, jetzt. Ah, und ich dachte, ey, wer verfolgt uns denn in einem Freibad? Wie lustig. So richtig unheimlich. Und dann wurde endlich ein Schuh draus. Warum hat der Schüler denn nichts gesagt? Ja, ich weiß es nicht. Im Schwimmbad, die hat zumindest gesprochen oder so. Ich weiß es nicht. Einfach nur beobachtet. Nee, und klar, hätte ich die Person gekannt, hätte ich sie natürlich angesprochen, aber ich kannte sie halt gar nicht. Und irgendwie dachte ich so, ja, das ist schon ein bisschen komisch. Aber es gibt natürlich auch noch andere Situationen. Zum Beispiel irgendwie im Park hier an den Rheinwiesen, sitzt du da auf der Mauer im Sommer, also kann ich übrigens sehr empfehlen, diesen Platz aus Gründen. Und dann triffst du da jemanden, der unten herläuft an der Straße am Ufer und ja, sonst ist halt so im Unterricht so, ja, ein bisschen Smalltalk halten, ist ja völlig normal und da unten dann so, guten Tag, ja, man hallo, ist wie so ein Roboter, was machen Sie hier, warum haben Sie ein Privatleben? Ja, also, ja das ist irgendwie wollen Sie denn in Düsseldorf, in der Stadt? Ja, ich wohne hier. Nee, das haben die natürlich nicht gesagt, aber das... Aber es fühlt sich so an. So, ja, aber ich muss auch sagen, ich finde so Offen und Lockerheit in solchen Sachen, das finde ich einfach ziemlich cool. Und wenn ihr auch irgendwie so das Problem habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr nicht wisst, wie ihr reagieren sollt, mein Tipp, seid einfach genauso wie in der Schule. Wir Voll, haben immer noch Fall. Den gleichen Nachnamen und wir sind auch genauso cool in der Freizeit. Deswegen einfach
normal sein, so wie in der Schule. Ja, und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man merkt, dass die sie versuchen, schnell die Straßenseite zu wechseln oder noch weggucken oder so. Ja. Das finde ich halt oder so. Oder so abhauen, so im Rewe hinterm Regal. So, da ist ja der Herr Seidlitz. Ich lass uns lieber verstecken. Nachher. Ja, und Herr Seidlitz hat alles gehört und es ist eigentlich nur noch peinlicher. Aber ich finde eigentlich so, die Schüler machen das immer ganz cool. Manchmal sind die Eltern so ein bisschen spooky. Ja, wenn die dann dabei sind, ist nochmal was anderes. Die dann halt auch irgendwie nicht wissen, sollen wir jetzt fragen, guck mal, das ist dein Mathelehrer. Ja, mal zu dem gehen, also das Kind schon so, oh nein. Das ist aber dann Schuld der Eltern, ne? Mit dem, sollen wir jetzt da hingehen? Nee, das finde ich ja nicht so cool. Weißt du, das sollen die Kinder selber machen oder halt nicht? Ja, aber das ist so wie eben, hi, wie geht's? Ja, alles gut, ja, danke auch. Und dann ist eigentlich immer wirklich alles gut, ne? Aber ja, wie du schon sagst, also das mit dem Schwimmbad finde ich auch witzig. Da geht man doch, also bei mir war das damals auch, ich bin extra zu einem See weiter weg gefahren, weil ich genau das vermeiden wollte. Man hat es ja schon irgendwie im Hinterkopf, man versucht sich ja schon irgendwie in manchen Dingen da nicht zu verstecken, aber das nicht unbedingt vor der Schule zu machen und dann tüdeldim, passiert das doch. Ja, also klar, das passiert ja zwangsläufig, außer du wohnst in, weiß ich nicht, Duisburg. Aber weiß ich nicht, also wenn du hier in Düsseldorf wohnst, das passiert ja irgendwann zwangsläufig. Ja, ne? Und dann einfach ganz normal wie sonst in der Schule auch. Das fände ich am besten. Ich auch, auf jeden Fall. Naja, wenn es halt anders ist, dann ist es halt mal peinlich. Aber ich finde, man muss mal einfach mal drüber reden. Aber warum ist es den Schülern peinlich? Ja, das frage ich mich auch. Warum ist es Schülern peinlich? Vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Antwort darauf. Deswegen könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Ja, warum ist es euch peinlich, eure Lehrer in der Freizeit zu treffen? Ja, gibt es da vielleicht irgendwas, was wir jetzt noch nicht diskutiert haben? Irgendein Argument oder ein Punkt? Oder vielleicht sind wir einfach komisch, kann ja auch sein. Vielleicht sollten wir die Straßenseite demnächst wechseln, um die zu schützen. Ja. Vielleicht kommt da ja was, Vielleicht sind wir Aliens für die. Ja, wahrscheinlich. Also du schon. Auf jeden Fall. Denke ich mir. Ja. Naja. Ja, okay. Kommen wir zum Ende, oder? So langsam. Ja, das war unser drittes Thema. Und wollen wir noch einen Ausblick geben? Ach, gerne. Was machen wir denn nächstes Mal? Nächstes Mal wollen wir tatsächlich darüber sprechen, was ist ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin? Oh. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir hier eine kleine Instagram-Umfrage starten, damit die Schüler uns ihre Antworten mal schreiben. Ich bin total gespannt. Wir werden aus unserer Perspektive mal berichten, was für uns ein guter Lehrer ist und werden dann aber auch wirklich die Sichtweisen der Schüler mal berücksichtigen. Ja, und ich glaube, wir werden auch den ersten oder die ersten Gäste einladen. Das heißt, wenn ihr wirklich eine gute Meinung habt, schreibt sie uns direkt mal und dann können wir bei der nächsten Aufnahme mit euch darüber sprechen, sodass ihr natürlich beteiligt seid hier an dem ganzen Spaß. Super gerne, weil ich meine, wer kann das besser beurteilen als ihr? Ja. Ja, total wichtig. Und dann hätten wir noch so das Thema Netflix und Chill eigentlich so ein bisschen. Das hat aber auch eine andere Bedeutung, ne? Ja? Netflix und Chill, schon. Aber das werden die Schülerinnen und Schüler dir noch sagen. Wird's unangenehm? Nee, wir wollten eigentlich nur Netflix nehmen. Ah. Ja, ohne Chill. Okay. Dann sprechen wir nur über Netflix. Aber das geht ja manchmal einher. Wir wollten doch darüber reden, was... Ja, das geht natürlich irgendwann daher. Okay, wird es jetzt richtig unangenehm. Ja, schon. Ja, noch nicht nächste Woche. Nächste Mal dann. So. Ja. Ja, und ein drittes Warum Thema. Warum weißt du das denn? Ja, wie? Und ich nicht? Ich habe ein Privatleben. Ja, ich arbeite nur. Ja. Du bist Weil doch ich bin der gute Lehrer und du nicht. Wir werden drüber sprechen, Ja. Ihr habt da selber eine Meinung zu. Und schreibt sie uns. Vielleicht wollt ihr mitreden. Nächste Mal, deswegen... Auf jeden Fall. Was Meldet guckt ihr an. So? Wir werden berichten, was wir so gucken. Genau. Und ein drittes Thema haben wir auch noch. Ja, last but not least, auf jeden Fall. Da haben wir gesagt, ihr könnt selber was mitbringen. Das heißt, wir lassen euch die Wahl, was für ein drittes Thema wir diskutieren, worüber wir sprechen. Genau. Auf jeden Fall. Also das müssen schon handfeste Themen sein. Das kann jetzt nicht irgendwas sein, was irgendwie mit Beleidigung, Regelbruch und zu tun hat. Das müssen wir leider trotzdem sagen. Das ist uns schon ganz wichtig, dass das respektvoll abläuft. Mhm. Aber das kann gern was Tagesaktuelles sein, etwas, was in der Vergangenheit liegt oder was eure Zukunft ausmachen wird. Da sind wir total offen für. Wir freuen uns, oder? Sehr. Also ich mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da kommt. Ja, ich bin auch sehr neugierig. Und ich hoffe, die ersten paar Leute werden sich als Gäste anmelden. Alles klar. Janos, vielen, vielen Dank für die erste Folge. Hat mega Bock gemacht. Dank auch an dich. Wir hören es uns jetzt bestimmt gleich an und mal gucken, ob dann der Walk of Shame kommt oder Walk of Fame. Ich glaube, es ist okay.
Okay. Ich bin nie zufrieden mit okay, aber für die erste Folge. Es wird super. Alles klar. Goodbye und bis dahin. Ciao.